Ja, Leute, jetzt ist es leider soweit. Die Windows Mixed Reality Brillen, zum Beispiel die HP Reverb G1 oder G2, die sind jetzt tot. Sobald ihr das neue Update von Windows 11 installiert, sind die nutzlos. So, und jetzt will ich euch natürlich dann auch mal Alternativen zeigen, weil ihr könnt die ja leider nicht mehr gebrauchen und ihr braucht ja jetzt eine neue VR-Brille. Und da möchte ich euch gerne zwei Alternativen in diesem Video zeigen. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Danke an meine Sponsoren Woodlos VR, Opperman Events, Virtual Escape Area und Virtual Race Center Basel. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ja, Leute, also was meine ich mit Windows Mixed Reality Brillen? Das sind zum Beispiel hier die HP Reverb G2. Die werden ja hier mit den Kameras auch getrackt. Und dann haben wir hier auch noch eine Reverb. Ne? Also seht ihr das in der Kamera? Ja, ne? Das ist hier auch noch eine Reverb. Dann haben wir zum Beispiel, ich zeige euch die einmal ganz kurz. Ja, ich nehme die mal hier raus. Das ist hier zum Beispiel eine Samsung Odyssey Brille, die ihr vielleicht auch manche noch von euch habt. Die war auch sehr beliebt. Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch noch eine Lenovo Explorer, die ist jetzt hier nicht mehr im Regal, die habe ich wahrscheinlich im Keller. Ja, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Brillen. Also die beliebtesten waren tatsächlich die HP Reverb und Samsung Odyssey und die könnt ihr halt jetzt nicht mehr benutzen. Es gibt ein neues Update für Windows 11, nennt sich 24H2 und sobald das installiert wurde, sind die Brillen nutzlos. So, und das ist halt das Problem. Ja, ihr könnt die nicht mehr benutzen, die sind gebrickt, ja, und ihr könnt natürlich im Prinzip Windows 10 wieder installieren oder dieses Update nicht installieren, aber das ist letztendlich nur ein hinausgezögerter Tod der Brillen. Die werden nicht mehr nutzbar sein. So, und jetzt zeige ich euch mal zwei Alternativen für zwei verschiedene Budgets, die ihr nutzen könnt. Das hier ist eine sogenannte Pimax Crystal Lite. Ja, das ist eine PC-VR-Only-Brille, also die wird mit Kabel an den PC angeschlossen, 5,5 Meter Kabel. Und die ist halt wirklich absolut super. Ja, die ist natürlich relativ groß, ne? Aber die hat den Vorteil, die hat ein unfassbar gutes Display, also super tolle, hohe Auflösung. Die hat auch schöne, klare Linsen, das heißt, wir haben auch keine Gore-Trail-Effekte. Das Sichtfeld ist ziemlich groß, verglichen mit anderen Brillen. Ja, der einzige Nachteil, wo ich jetzt sagen würde, ist halt vielleicht das Kabel, wenn ihr keine Kabel mögt oder dass es halt so schon ein bisschen groß ist. Aber ich finde es trotzdem relativ bequem. Ja, und die Pimax Crystal Lite ist ein super Ersatz für eure Windows Mixed Reality Brille, wenn ihr halt ein bisschen höheres Budget habt. Mit höherem Budget meine ich Folgendes. Die Brille kostet ohne Controller, ich zeige euch einmal kurz auch die Controller, das hier sind die Controller, die liegen einfach gut in der Hand, die kann man gut tracken, ne? Funktioniert, da kannst du alle PC-VR-Spiele mitspielen. Da gibt es das Paket ohne Controller für 769 Euro oder 799 Dollar plus Steuern. Ja, also das ist natürlich jetzt schon ein bisschen höherer Preis, sage ich jetzt mal, als ihr wisst vielleicht von eurer Windows Mixed Reality Brille gewohnt seid, aber das ist wirklich gut. Das ist ein tolles Teil, da kann man super Simulationen mitspielen, Racing-Simulationen, Flugsimulationen, sieht toll aus, ne? Und ihr wisst ja, die schon so eine Brille haben, da braucht man natürlich einen Gaming-PC für, ne? Also habt am besten für die Brille nicht den schwächsten Gaming-PC, ja, weil die hat halt eine hohe Auflösung, da muss natürlich auch ein bisschen was berechnet werden. Also wenn ihr da drauf steht, das ist dann doch schon, in meinen Augen ist das schon High-End-VR. Ne? Also High-End-VR braucht auch zumindest einen ziemlich guten Gaming-PC. Das Set mit den beiden Controllern kostet 859 Euro oder 899 Dollar plus Steuern. Und dann könnt ihr halt wirklich auch alles zocken. Also für die, die nur Simulationen zocken, die eher im Sitzen zocken, die brauchen die Controller nicht. Ne, weil da habt ihr ja eh den Flightstick oder ein Lenkrad oder ein HOTAS-System oder sowas. Dann braucht ihr nur die Brille. Und wenn ihr dann auch Spiele wie Half-Life Alyx oder allen möglichen Steam-VR-Spiele, dann braucht ihr die Controller und dann seid ihr halt bei 859 Euro. Ganz wichtig, der Link ist in der Beschreibung. Geht bitte via meinen Link. Und dann könnt ihr die Brille kaufen. Das hier ist die Meta Quest 3. Ein sehr, sehr bekanntes Headset, eines der bekanntesten Headsets. Und die Meta Quest 3
ist natürlich günstiger als die Pimax Crystal Light, wenn ihr, wie gesagt, ein kleineres Budget habt. Aber die Meta Quest 3 hat auch ein sehr gutes Display, zwar nicht so gut wie bei der Pimax Crystal Light, also die Auflösung ist geringer und so, aber sie hat auch sehr klare Linsen. Ja, also die haben auch keine irgendwie störenden Einstrahleffekte. Das Sichtfeld ist einen kleinen Tick kleiner als bei der Pimax Crystal Light. Aber der Vorteil natürlich der Meta Quest 3, die ist schnurlos. Ja, also die könnt ihr schnurlos an den PC anschließen. Ihr könnt die auch mit Kabel anschließen, aber schnurlos geht auch. Das ist natürlich ein Vorteil. Ne? Gut, für Simulationen ist es natürlich egal, weil da sitzt du ja eh nur. Da ist es ja egal, ob du ein Kabel hast. Aber die Meta Quest 3 kriegt ihr für 549 Euro oder 499 Dollar inklusive Steuern. Ja, also das ist schon ein großer Preisunterschied. Und da sind die Controller auch immer dabei. Und die Controller von der Meta Quest 3 sind halt nochmal einen Tick besser, handlicher, schicker als die von der Pimax Crystal Light. Also das sind die beiden Alternativen, die ich euch gerne empfehlen möchte. Also Pimax Crystal Light für High-End VR, ganz wichtig für Simulationen halt, wenn du scharfes zum Beispiel Cockpit sehen musst, die ganzen Details, ist die natürlich super geeignet, ne? Oder wenn du halt ein bisschen sparen willst, wenn dir das halt nicht ganz so wichtig ist, die höchste Auflösung zu haben, wenn du aber schnurlos haben willst, und mit der Meta Quest 3 könnt ihr noch den kompletten Meta Horizon Store spielen. Das sind auch noch viele, viele hunderte von Spielen, die ihr unterwegs zocken könnt mit dieser Brille. Beide sind wirklich gut, sind beides meine absoluten Favoritenbrillen. Und ja, wie gesagt, hier einmal 769 Euro ohne Controller, 859 Euro mit Controllern plus Steuern allerdings, ja. Und die hier 549 Euro inklusive Controllern, inklusive Steuern. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Ganz wichtig, geht unbedingt über meinen Link, vor allem bei der Meta Quest 3, weil da kriegt ihr nämlich nochmal 30 Euro Spieleguthaben für den Horizon Store. Alle Links in der Beschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Es ist natürlich schon traurig, dass solche Perlen wie die Samsung Odyssey oder die HP Reverb G2 jetzt nutzlos geworden sind. Aber gut, Sachen passieren. Ich kann es nun mal halt auch nicht ändern. Microsoft hat es halt aufgegeben. Und ja, das sind jetzt halt die Alternativen. Ihr wollt ja sicherlich nicht aus VR aussteigen. Das wäre schade, ne? Und deswegen diese beiden Alternativen, die in meinen Augen sehr, sehr gut sind. Ja, schaut wie gesagt in der Beschreibung. Natürlich die Reviews der beiden Brillen findet ihr ebenfalls in der Beschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Da könnt ihr das natürlich nochmal ganz genau verfolgen. Wirklich sehr ausführliche Reviews habe ich dazu gemacht. Schaut die gerne auch mal vorher an und dann könnt ihr entscheiden, welche ihr nehmt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, Abo und Glocke und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de